Meine Freunde, wir sind wieder da. Ich habe ein paar Ankündigungen zu machen. Ich werde jetzt versuchen, die Transfers zu Ende zu bringen, das Transferfenster zu Ende zu bringen, und dann will ich das Projekt ein bisschen umgestalten. Das heißt, so ein bis, na, gehen wir mal zwischen 2 und 3 Wochen werdet ihr keine Folge kriegen. Dafür aber dann wird es qualitativ hochwertiger, zumindest glaube ich das. Ich will die Spiele, ich werde versuchen, so 2 Spiele zu machen und will die zusammenschneiden und euch dann liefern. Wenn euch das nicht gefällt, schreibt bitte in die Kommentare, was euch daran stört, ob ich nur ein Spiel schneiden soll, etc. pp. Weil wir haben jetzt so um die Folge 30 Minuten. Und das ist nur ein Spiel und da passiert ja auch nicht immer was. Deswegen habe ich mir gedacht, will ich 2 Spiele nehmen, die zusammenschneiden und euch liefern. Jetzt hoffe ich einfach mal, dass ihr damit d'accord geht und dass euch das gefällt. Aber wie gesagt, wir machen jetzt erstmal die Transfere vorbei. Ich habe mir übrigens was auch zu den Transferen. Ich habe mir was überlegt, wenn wir, steht ja immer noch hier das Angebot von Julian Brandt offen, wenn wir Ousmane Dembele oder vergleichbar junge, starke, gute Spieler kriegen, würde ich Julian Brandt verkaufen. Allerdings nur dann. Ja, da würde ich sagen, gehen wir mal in die Transfers. Bei Korea, ja, rechts außen, ich habe Pulisic, das ist genauso gut. Der ist sogar noch jünger. Er steigt auch noch deutlich schneller. Ich glaube, Korea, gerade für das Geld, was uns angeboten wird, können wir ihn verkaufen. Wir können vielleicht nochmal gucken, ob wir ihn... Ach, guck mal, das sieht doch schon gut aus. So. Dann habe ich gerade schon was geguckt gehabt. Wir brauchen ja hier, genau. Achso, Ousmane Dembele. Damit ich mir den eben dazu hole. Dann brauche ich den nicht suchen. Oh, hier. Ich weiß jetzt nicht, wie alt der hier im Spiel ist. Dann habe ich so gemacht gehabt. Ja, Badual sind wir eh gerade am Verhandeln. Um eine 78. 20 schon Anführer. Kann man mal in die Spielerliste zusammenführen. Ich kann gerade eh keinen weiteren Transfer machen. Pulisic Papa habe ich genau. Aber wo ist denn jetzt Ousmane? Weil der ist ja doch schon 22. Ach, wobei, ist ja die olle Latte. 35 Spieler werden uns jetzt angezeigt. Ab 80. Ja, Theo Hernandez, Roche. Ich brauche keinen. Sanchez mit 82 schon Anführer, da wird er zu wenig spielen, als dass ich ihn irgendwie bräuchte. Juri Thielmanns, immer gut. Batois ja eh. Pellegrini. Na, 22. Na gut, Ali werde ich nicht kriegen, genauso wenig wie ich wahrscheinlich Eriksen kriegen werde. Ja, wenn wir den Bele kriegen, dann bin ich gerne bereit, Julian Brandt zu verkaufen. Aber auch tatsächlich nur dann sind uns die 40 Millionen das wert. Aber mal kommen, hätte ich noch einen 36er. Oh, er hat hier auch schon 81. Er hat hier auch schon 80. Ja, Timo Werner, da sehe ich zurzeit nicht, dass wir den kriegen. Obwohl wir aufgestiegen sind, die abgestiegen sind. Aber ein paar Sachen, die ich nicht so ganz verstehe. Aber hey, gucken wir mal. Ich weiß gar nicht, sind wir jetzt schon am letzten Tag?
Nee, noch nicht. Hat gerade erst angefangen, ne? Werner Butler, De Pauler sind gescheitert. Eriksen und Dolberg könnte ich aber kriegen. Gucken wir doch mal. Kann ich nicht neu aufnehmen? Kann ich auch nicht. Ja, kann ich auch nicht. Ja, Kasper Dolberg wäre halt natürlich gar nicht so verkehrt. Oh, ey, Junge, warum willst du denn so viel Geld haben? Oh, okay. Als Ersatz einen der vielleicht interessantesten Talente im Sturm. 43 Millionen. Ich hätte ihn schon gern. Ich habe mit ihm hier noch nicht gespielt. Ich hätte ihn wirklich gerne, muss ich sagen. Ich bin so ein kleiner Fan von Christian Eriksen. Auch wenn er zur Zeit, wenn er über die Außen kommt bei Tottenham, tatsächlich gar nicht mal so gut ist, wie ich finde. Bin ich doch tatsächlich ein sehr großer Fan. Ich hätte mich auch damals sehr gefreut. Es gab ja da Gerüchte, dass er zu Borussia Dortmund kommt. Hätte ich mich sehr gefreut. Aber gut. Ist halt nicht passiert. Und deswegen gucken wir mal, ob wir das hier. Ich könnte Korea. Das wär's doch. Ah, sie können jetzt. Okay. Schieben wir das mal so ab. Und zur Not geben wir einfach die Verhandlung von Korea ab. Ja, Alaba werde ich aber wahrscheinlich nicht kriegen. Ach, kann er nicht. Oh, Mesut Özil, der für mich überbewerteste deutsche Fußballer seit, ich weiß auch nicht, seit, keine Ahnung, immer? Ich weiß nicht, der ist, naja, nicht mein Freund, zugegebenermaßen. Nationalmannschaft. Ich weiß tatsächlich nicht, wie das hier mit Nationalmannschaften funktioniert. Ich würde aber auch tatsächlich außer Deutschland, Frankreich, England und Spanien nichts annehmen. Aber tatsächlich nur die großen europäischen Nationen im Fußball. Was soll ich mit den USA? Da habe ich einen Pulisic, der ganz gut ist, und das war's. So ungefähr. Deswegen warten wir da ab. Jetzt hoffe ich nur. Es kommt das erste Spiel, das heißt am 14., allerspätestens am 14. werden wir aufhören, weil ich wollte eigentlich nur das kleine ja, machen wir täglich hört sich gut an. Jetzt gerade zumindest. Ich wollte nur das kleine Informationsvideo raushauen. Und jetzt nicht 2 Stunden spielen, weil ich wollte aber eigentlich gleich ins Bett gehen. Das Problem ist nur, ich hätte das Video sonst nicht mehr hochgeladen gekriegt. Deswegen musste ich das jetzt nur eben machen. Kleine Versäumnis von mir, aber ist zurzeit auch nicht so ganz meine Woche, muss ich dazu sagen. Ja, gut, 25 wollen sie ihn halt nicht. Also, sie würden ihn nehmen. Echt 3 Millionen mehr Gehalt. Kasper Dolberg wäre halt nice, weil denn. Ja, ich muss erst weiter gucken, was ich noch kriegen könnte, bevor ich jetzt hier mein Geld ausgebe. Oh, 39 Millionen, so verdammt viel Geld. Ich könnte Guppy mit reinhauen. Brand dem Mann, nee. Wer denn keiner Rodriguez haben? Ja, den will ich ja selbst nicht haben, warum ich den geholt habe.
Ja, gucken wir mal, ob sie 3 Millionen anbieten. Wenn nicht, können wir ja tatsächlich noch einmal neu machen. Oder waren ein, zwei Tage, das ist jetzt nicht das Ding. Ich will aber mal gucken, kriege ich Alaba? Und das Allerwichtigste, was ich jetzt machen muss, kriege ich. Oh, Alaba sieht sogar ganz gut aus. Ja, Nuri war ich auch immer überlegen, ob ich den nicht hole, als Vertrag sogar spiele, wenn ich halt gar keinen mehr kriege. Goretzka, Thielmann, die kriege ich halt eigentlich. Ich glaube, da brauche ich gar nicht nachfragen. Aber ja, natürlich trotzdem mal, weil sie wollen sie ja nicht abschrecken lassen von irgendwem. Wo ist denn jetzt? Wo ist denn jetzt? Ah, der ist ja L, ne? Warum auch immer der auf L spielt, auf links und nicht auf rechts, wie bei Dortmund. Fand ich eigentlich immer ganz gut, so ein bisschen Raummove von rechts nach von rechts in die Mitte ziehen mit links und dann hat ja Bayern auch den Pokal gekostet letztes Jahr. Kriegen wir ja jetzt auch jeden Tag Updates, weil sonst lohnt sich das natürlich nicht, das muss man ja natürlich dazu sagen. Okay, wir kriegen nicht jeden Tag Updates, aber wir kriegen alle 2 Tage Updates anscheinend. Oder so roundabout alle 2 Tage. Ja, können wir auch nur bei Fortschritt machen. Alles andere bringt ja dann auch nichts. Ja, Kasper Dolberg, ich denke nicht, dass ich den Bele kriegen werde. Und dann wird Brand auf jeden Fall noch bei mir bleiben. Aber wenn ich mir Dolberg hole, dann kann ich Correa eigentlich verkaufen. Rechts 2, da habe ich über rechts 2 besetzt mit Sané und Pulisic. Oh, wir haben einen Spieler mit Kämpfer gefunden. Das kann ja nur Chiellini sein. Was gibt denn der Kämpfer-Effekt? Tagesform einiger Spieler. Tagesform einiger Spieler? Ja, okay, das bringt mir also überhaupt nichts. Schön, dass ihr mir Chiellini angeboten habt, bringt halt nichts. Ja, ich glaube, ich werde das annehmen. Ich werde Korea verkaufen. Werde mir dafür dann gleich im Gegenzug Dolberg holen. Und werde dann mal gucken, ob ich noch einen Dembele Eriksen kriege. Ich brauche ja eh im Mittelfeld noch einen, also Eriksen wäre nicht so verkehrt. Ach, wobei. Wenn man es richtig über die Asensio etc. pp. Also Eriksen wäre jetzt schon nicht so interessant. Dembele sind gescheitert und Thielemans sind gescheitert, aber Eriksen kann ich immer noch kriegen. Es ist halt 1 und 3. Ja, leisten kann ich mir das schon. Aber oh, wollt ihr Rodriguez haben? Komm schon. Kann ich euch nicht noch mehr Geld geben? Ich glaube bei 40 Millionen. Den wollen sie nicht. Bogonda, 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 Bogonda. Ja. Ja, aber den wollen sie auch nicht haben. Ja, er ist hart umworben. Hier rückgängig so. Kann ich damit. Boah, der geht nur auf 5 Millionen runter. Boah, das sieht eigentlich gar nicht so verkehrt aus, aber sonst geht mir das Gehaltsbudget flöten. Was wollen die denn? Panama-Spieler, Transfer. Er hat den Transfer letztendlich abgelehnt. Okay. Ja, dann werden die Chancen ja wahrscheinlich nicht so hoch sein, ihn zu kriegen. Dann habe ich denn noch. Naja, gut, Nuri, ich denke, es ist an der Zeit, dich zu holen, Nuri. Batois,
Depaul, Goretzka, Anführer. Goretzka kann halt alles spielen, ne? Also zentral, im zentralen Mittelfeld, zentral offensiv, zentral defensiv und zentral. Das ist natürlich auch schon interessant. Habe ich hier irgendjemanden, den ich auf rechts außen setzen kann? Ja gut, klar, wenn ich. Was ist eigentlich mit dir? Warum will dich eigentlich keiner haben? Kann mir das mal einer sagen? Ich komm hier, hau ihn doch weg. Ja, er spielt bei mir eh nicht, der gute Felix. War ich da jetzt schon? Achso, da ist noch Christian Eriksen offen. Bevor ich ihn annehme, will ich tatsächlich das wissen, wie das mit Dembele weitergeht, weil wenn ich auch keine Chance habe, den zu kriegen, dann ist es halt so. Was soll ich sagen? Alaba sind gescheitert. Warum ist Alaba gescheitert? Weiß ich, 82% oder so? Das gefällt mir jetzt nicht. Ja, der Spieler lehnt ab. Spieler lehnt ab. Ja, warte mal. Eine Million haben? Du warst vertragslos, Alter. Was ist falsch mit dir? Sei froh, dass du überhaupt bei mir spielen darfst. So, hier. Alter, was kriegst du 100.000? Ich denke nicht, dass ich. Was ist denn. Was ist denn sein Marktwert? Sehe ich den hier irgendwo? Marktwert sind 27 Millionen. Er will nur 4 Millionen Gehalt. Damit haben wir einen neuen Top-Transfer mit unserem guten Christian Eriksen. Das heißt aber auch, dass ich das ablehnen kann, wie gerade auch getätigt, weil. Alles andere bringt ja nichts. Weil dann werde ich Julian Brandt nicht verkaufen, garantiert sogar nicht. Ja. Also es wäre halt nice, wir sind im Sturm jetzt gut besetzt mit dem Mbappé, der überall spielen kann, deswegen sehe ich den gar nicht so als Stürmer, sondern er ist Allrounder. Aber Dolberg ein schöner Ersatz für Jimmy, 6 Punkte besser, ungefähr gleiches Alter, ja, wobei nicht ganz. Wir haben als hängende Spitze Gonzalo Guedes, der Asensio backupt. Wir haben links einen Brandt, der von Bogonda und Lemar. Wobei Lemar ist ja Stamm im ZMF, also Brand der von Burgonda, da wäre vielleicht sogar noch was möglich, gedeckt wird. Wir haben ja Kais Position, die von Guppy, Asensio, Ceballos, die jetzt sogar relativ gut besetzt ist, vielleicht sogar schon zu gut, aber Christian Eriksen kann ja auch schon fast überall herkommen. Deswegen ist das sogar irrelevant. Dann haben wir Sané auf rechts, der von Pulisic abgedeckt wird. Also eigentlich, ich glaube, wir machen das lieber mal hier. Da. Also, wir haben Brandt, der wird abgedeckt von Bogonda. Oh, da kann so Kasper Dolberg kann das auch spielen. Das hat doch schon mal was. Oh, und natürlich kann Nemada spielen, da kann Asensio spielen, da kann Mbappé spielen. Also der ist halt wirklich sehr gut abgedeckt. Er ist sehr gut abgedeckt, wenn man sich das hier anguckt, die roten Fältchen, ne? Also da kann er wirklich jeder spielen, gefühlt.
Hängende Spitze ist sogar noch besser besetzt. Rechtsaußen ist auch wunderbar bedeckt. OMF könnte sogar Rodriguez spielen, ist auch astrein besetzt. ZMF wird es gar nicht so viel kniffliger. Ich habe also ein bisschen kniffliger, aber ich hätte mal Matthias Ginter, den ich dann als DMF hinsetzen könnte, hier mit Sanchez und De Ligt. Für mich eine sehr zukunftssichere Innenverteidigung. Malagan Sarr wäre noch ganz nice, aber wollte ja nicht. Da habe ich mit Lucy habe ich rechts außen sehr starken. Ich bräuchte ja nicht so noch einen Abwehrspieler, wenn ich mir das so richtig angucke. Ja, Cesc sowieso das Talent auf links außen als Verteidiger, nicht Verhandlung. Ja, gucken wir mal. Alaba, vielleicht richtig ja auch noch. Wo ist Saar hier? Saar ist hier gar nicht drin, ne? Das wäre doch noch was Nices zu wissen. Malagan Saar. Nee. Der wird so geschrieben, ne? Ja. Ja, okay. Die Chance, ihn zu kriegen, ist halt also auch gleich null. Aber wahrscheinlich wieder spielertechnisch. Spielt er überhaupt noch bei Nizza? Spielt er nicht auch schon irgendwo in England oder so? Ich weiß gar nicht. Marian Saar ist gar nicht hierbei, sehe ich gerade. Der ehemalige Dortmunder spielt bei Pauli. Ah, gut, Pauli ist ja auch nicht dabei. Also, zweite Bundesliga eh nicht. Erste Bundesliga auch nur so ganz minimal. Ja. Wir spielen nur gleich gegen den SC von. Boah, ist er nicht richtig das höchste Gehalt? Ich spiele gleich gegen den Ex-Club von unserem neuesten Erwerb, nämlich von Christian Eriksen. Oder noch Club. Ja, ein bisschen zu spät gekauft dafür. Ja, gucken wir mal, wie sich das läuft. Aber liebe Leute, ich werde jetzt ins Bett gehen. Ihr habt die Info gekriegt, was ich jetzt mit dem Format vorhabe. Deswegen gibt mir, also ich versuche es in 2 Wochen zu schaffen. Nein, eigentlich versuche ich es in 1 Woche zu schaffen. Aber ich denke, dass ich das rein Fall-offs technisch. Ich könnte euch in 1 Woche locker 2, 3 Folgen raushauen, nur ich denke, ich habe dann zu wenig, um ohne weiteres weiter raushauen, weil ich will das dann versuchen, dass das dann auch so im 2-Tages-Rhythmus nur noch kommt, die Meisterliga. Was sind ja dann auch 2 Spiele. Aber ein bisschen dieses Vollspammen von Projekten bei uns ein bisschen rausnehmen. Und ich denke, die Meisterliga bietet sich gut an, indem ich die Meisterliga bietet sich gut an, dass ich die schneiden kann. Es ist dann ein bisschen richtiger, ein bisschen besseres Deutsch. ja. Gucken wir mal, wie das wird. Ich denke, es sollte laufen. Ich denke, ich werde auch zeitlich das hinkriegen. Aber ich will euch nichts versprechen, deswegen rechne mal eher mit 3 Wochen als in 2 oder in 1. Also Anfang Dezember, 1. Dezemberwoche, vielleicht 2. Dezemberwoche. Wird es dann weitergehen mit der Meisterliga, liebe Leute? Jetzt habe ich aber auch genug geschwafelt. Ich werde natürlich die Transfers, die werden wir auch noch weitermachen, in den Spielen, beziehungsweise in den Sachen, die ich dann schneiden werde. Da werde ich natürlich auch die letzten Transfers und so weiter sofort rausbringen. Ich wünsche euch jetzt erstmal einen schönen Tag, schöne Nacht, schönes Wochenende, wann auch immer ihr das guckt. Bleibt dran und wie immer, Wirsing und Kohl, nicht meine Freunde.